Komisch, dass ich das auch noch zurückfand, den Weg dann, nicht? Und dann lag sie da und dann sagt sie, ach, die ist ja schon tot. So. Thank you.
1938. Oh, sure. Okay. Well, oh, yeah. I'm not. They had Sachsenhausen, they had. Dachau was established in 1934. Dachau was established in 1934. Here and there were six stories. It's Mannheim, yes. Yeah. And we lived on the second floor. Actually, yes, the second floor. And there was a Jewish family living next to us. We lived here, they lived there.
and they went to America. And we didn't know. Do you remember when? I remember when, yes, in 37. Mm. And the apartment was empty for quite some time, and all of a sudden, a new family came in. And he was the Oberstandartenführer in the SA in Mannheim. So the top man. She was very nice. We saw her quite often. We seldom saw him. But when we saw him, he was in full uniform all the time. Yeah. We were scared to death, of course. We noticed that there were two SA in front of the house all day long, and nothing happened to us. All the other Jewish families, they threw the dishes out the window and took the men to the concentration camps and destroyed the apartment and things like that. There were two other Jewish families in our house still. Nothing happened because this Oberstandartenführer didn't go to the office that day. He said, "Mit dem will ich nichts zu tun haben. Ich bin Katholik und ich bin dagegen und ich tue das nur, weil ich in der Armee ein Oberleutnant werde und so weiter." He wouldn't take part. He had two of his men standing there so that nobody could get into our apartment. Of course, we didn't know about that. So my father left. And the thing was this. The next day, it was impossible for my mother to go and buy groceries. Mrs. Oberstadtführer came over and said, "Unser Mädchen geht und kauft ihnen was, macht sie eine Liste und unser Mädchen kauft für sie." Also so in so einer so Windeseile zusammen gestopft, also in zu große Sachen und ein Kissen um Bauch und die Haare verwüstet und also richtig so. Und dann hat er uns genau gefragt, also die Mitglieder und wir, meine große Schwester, die war nicht da und die war in einem Kloster und dann ist er mit uns los, ich weiß noch, runtergucken, wir mussten alle runter, wir durften nicht hochgucken. Und dann wollten wir zu den Großeltern auf den Boden. Und dann hat er immer gesagt, schielen, schielen, schielen. Also bloß kein Knie und ganz verzerrtes Gesicht sollten wir machen. Ja. Und dann, ja, schiefes Gesicht machen. So ist mein Vater mit uns durch Güstrow bis zu den Großeltern auf dem Boden. Und aber wie ich, das war so unfassbar, dass man diese Plötzlichkeit dann doch. Die schießen, die Russen sind immer in der Wohnung. Ich kann nicht sagen, dass ich Angst gehabt habe. Es war ein Geschehen, das mich eigentlich gar nicht berührt hat. Irgendwie ging das alles wie, ja, ich weiß nicht, wie leer. Wie komisch. Ich war ganz leer. Und erst begriffen habe ich es, glaube ich, erst, als mein Vater dann mit uns rannte durch die Güstrow. Und dann weiß ich auch noch, wir sind an der Brücke über die Brücke.